Hallo, lieber Jürgen, ich bin's, der Olli. Ja, ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Das weißt du, das haben wir uns schon oft gesagt. Und ich werde dich vermissen auf der Bühne, aber auch abseits der Bühne. Denn wir durften uns auf unserer gemeinsamen Tournee nämlich eine Garderobe teilen. Deswegen, ja, das alles wird mir fehlen, du ganz besonders. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, hier und heute für dich dabei sein zu dürfen. Eine echte Bromance ist da bei den beiden entstanden zwischen Olli und Jürgen Drews. Und ich war auf dieser Tournee ja logischerweise mit dabei und ich kann es bezeugen, die haben nie gestritten, nie. Aber worüber auch, oder? Ja? Also den Föhn musste er nie mit ihm teilen, hat er gesagt. Ja? Hier ist Olli P! Da standst du an der Tür, wolltest zurück zu mir. Ich sagte klar, mein Schatz. Und schon bei diesem Satz hätte ich wissen müssen, was ich jetzt erst gerafft hab. Du machst auf den Immun, sprichst mit deinen Augen nur. Und was du versprichst, ist wahre Liebe pur. Ich hab dir lange vertraut und deshalb nicht geglaubt, was die anderen sagen. Mir nicht zu sagen wagen, lass mich los. Lass mich endlich allein. Ich unterdrücke meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du auch. Und doch hab ich Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Die Ehe, du gehst, umso leichter wird sie. Die Tür ist fast zu, aber ohne dich zu sehen, weiß ich, keine ist wie du. Ich werde dich schrecklich vermissen und dein Foto küssen. Mir geht's beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen. Denn wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester. Nur viel fester, was wir beide erlebten, bleibt für ewig und immer. Doch das macht es mir nicht leichter, sondern nur noch viel schlimmer. Denn du bist wie keine, mein absoluter Star. Du bist wie keine andere jemals vor dir war. Denn du gibst alles für mich und ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deinen Himmel. Und wenn ich schlafe, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Dich vermisst, da wo es gestern dunkel war, brennt heute wieder Licht. Hab fast vergessen, wie das mit dir so ist. Die Welt war trist und so fortlos ohne dich. Und unsere TV-Star-Tänzerinnen und Tänzer. Herzlich willkommen, Olli. Komm in unsere Runde. Ist das schön. Darf ich, also sollen, ich weiß, man macht es so, aber darf ich nicht einfach mal, dürfen wir uns? Es ist mach okay. Ach Mensch, alle freuen sich heute mit unserem lieben Freund Jürgen zu feiern. Das wollte ich gerade sagen, ich habe dich auch einfach so doll lieb, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dich auch. Ja, voll doll, Mann. Und die beiden waren ja auf unserer großen Tournee und
Ich meine, da kommt man sich sowieso sehr nahe, weil man ja auch viel Zeit miteinander verbringt. Aber die beiden haben sich sogar die Garderobe geteilt, eine ganze Tournee lang. Wie hast du da Jürgen erlebt in der Garderobe? Ja, Mann, ich meine, es erzählen ja sowieso heute ein Glück alle, dass sie einfach so tolle Momente mit ihm erlebt haben, ja. Und was es für ein toller Mensch ist, was es für ein toller Ehemann, was es für ein toller Vater ist, für ein toller Partykünstler auf der Bühne, der aber nicht nur die lauten Töne halt kann, sondern auch, du kannst dich auch mit ihm aber halt trotzdem über alles normal unterhalten, einfach ein Menschenfreund zum Anfassen. Und während andere dann in den Proben, die wir hatten für unsere Tournee, dann Pause gemacht haben, sitzt er wieder Backstage, hört die Songs, schreibt die Autogrammkarten, macht das, das, das. Also einfach Vollblut für die Bühne. Und das ist auch so ein Ding, das ich mir immer überlegt habe. Also wenn man immer so, manchmal sagen dann so Kumpels, Olli, wie lange machst du noch? Bis zum 50., bis zum 60. Und ich habe dann immer so überlegt und dann habe ich immer an Jürgen gedacht und dachte, wie toll muss das sein, wenn man so viele Jahrzehnte, so viel Energie und Liebe für die Musik hat und genauso hätte ich es auch gern. Jetzt bin ich 77. 77 ja. Jahre jung, Jürgen. 44. Ja. Und Jürgen, du hast so viele Hits gelandet. Du hast so viel Musik, die uns immer begleiten wird. Es gibt aber noch ein Markenzeichen. Das ist dieser ganz legendäre Hüftschwung, weil der auch ganz besonders ist. Der ist so schnell. Olli, du bist der beste Tänzer. Wie geht das, Jürgen? Kannst du das zeigen uns? Der ist nicht schnell, der ist ganz langsam. Der ist leidenschaftlich. Nee, der ist leidenschaftlich. Ja, genau. Nee, der ist aber so... Jolina, du lachst. Lass uns das mal bitte alle gemeinsam machen. Der Original Jürgen Drews Hüftschwung, mach mal bitte mit. Das ist nämlich, das ist Hingabe. Und ich denke, das kann wirklich nur der Großmeister das ist, so. Das ist er. Jolina lacht sich hier. Sein Kreuz. Hier geht schon rund, denn Jürgen, es geht hier bei uns jetzt Schlag auf Schlag. Auch ein weiterer Superstar möchte dir heute etwas sagen. Bitteschön.